Die beiden Männer, liebe Schwestern und Brüder, die sich hier gegenüberstehen, im 1. Samuel-Buch, sie sind beide an einem tiefen Punkt. Leider ist unsere Übersetzung ein wenig chinant. Sie sagt einfach, Saul geht in eine Höhle. Ja, warum geht er in eine Höhle? Er geht in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Das ist der Punkt, wo David ihn treffen kann, wo ein Mensch am schutzlosesten ist, den Bedürfnissen seines Körpers ausgeliefert. Der wehrlose Moment, strategisch von unbezahlbarem Vorteil, so wie die Gefährten Davids gleich erkennen. Aber David handelt nicht. David, der wenige Momente später von sich sagen wird, zu Saul, ich bin ein toter Hund, ein einziger Floh. Wozu dieser ganze Aufwand? Die Väter nehmen Bezug auf diese Stelle, wenn sie von der rechten Einordnung unserer selbst sprechen. Sie meinen nicht die Oberfläche, dass man sich jeden Tag sagt, ich bin ein toter Hund, nur ein Floh. Aber etwas von dieser Haltung, die uns heute so vollkommen fremd ist, auch im geistlichen Kontext. Heute sind wir alle megalomanisch. Wir können gar nicht groß genug von uns denken. Und das auch in beide Extreme. Man muss einmal den Psychologen zuhören, wie sie klagen darüber, dass viele Eltern ihre Kinder schlichtweg durch die Bank für Wunderkinder halten. Alle sind Wunderkinder, alle sind hochbegabt. Das ist unglaublich. Jedes Kind ist heute hochbegabt, wenn es nur schon irgendeinen Finger recken oder sonst etwas tun kann. Riesenhypotheken, die da aufgebaut werden. Das gibt es aber auch im anderen Extrem. Dass man denkt, meine Schuld ist so groß, ich bin so ganz unfähig. Auch das ist ein Fehler. Auch das ist megalomanisch. Die rechte Einordnung braucht einen Bezugspunkt. Wenn die Väter hier Bezug nehmen auf diese Aussage des David, ich bin nur ein Floh, ich bin ein Nichts, gar nicht der Rede wert, dann ist der Bezugspunkt weder die eigene Schuld, noch die eigene Begabung, noch das, was ich geleistet habe, noch sonst etwas, sondern allein Gott. Hier in diesem Fall geht es um Saul, weil er der Gesalbte des Herrn ist. Es geht nicht um den Sohn des Kisch. Es geht darum, dass Gott ihn ausgesucht hat, dass er König über Israel sei. Das ist der Bezugspunkt für David. Und an diesem Bezugspunkt, liebe Schwestern und Brüder, nicht am Königtum für Israel, sondern an Gott selber, muss unsere Relation, unsere Beziehung bestehen und unsere Einordnung bestehen. Auf Gott hin, auf Christus hin gesehen, müssen auch wir manchmal sagen, ohne dich bin ich nichts. Man muss vielleicht sich nicht die Wortwahl des David zu eigen machen. Man muss sich nicht morgens hinstellen und sagen, ich bin ein toter Hund, obwohl man sich manchmal morgens so anfühlt. Oder ich bin ein Floh. Ein kleiner Floh kann anderen sehr lästig sein. David ist begabt. Er weiß, welche Bilder er wählt. Das müssen nicht unsere Bilder sein. Aber die Beziehung, die rechte Einordnung geschieht immer im Blick auf Gott. Und das können wir wahrlich von David lernen.